Hallo Skorpion, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich, für diese Woche, für dich steht. Ja, schauen wir mal. Unter dem Deck Skorpion haben wir einen der Eremit, eine wichtige Energie. Der Eremit spricht schon für eine Situation, wo man sich irgendwie zurückziehen möchte, die Vergangenheit oder das, was geschehen ist, was passiert ist, einfach von weit nachdenkt. Seine Karte, die mit, also nicht, also mit keine Kommunikation zu tun hat, irgendwie ist hier nicht unbedingt, wir reden hier nicht unbedingt über Kommunikation. Wir reden hier mehr über eine Situation, wo man allein ist. Also hier reden wir über eine Person, die entweder allein ist, sich allein fühlt. Dieses Alleinsein ist hier sehr stark zu spüren, ja. Vielleicht sogar eine Person, die jetzt sehr lang allein lebt. Ja, Skorpion, also diese Situation, dieses Gefühl ist hier. Gerade sie ist die Nummer 1144. Eine wichtige Nummer, ja. Also irgendwie der Eremit, Sternzeichen, Jungfrau ist hier zu sehen, Skorpion, aber es ist eine Karte, die mit viel Weisheit verbunden ist. Es gibt hier viel Weisheit, viel Erfahrung im Leben. Möglicherweise, Skorpion, sogar eine Klarheit. Vielleicht sogar in manchen Fällen eine Wahrheit, die aufs Licht kommt, eine Situation, die man erfährt, oder ich sehe alles jetzt klarer, ich verstehe alles jetzt besser. Der Eremit immerhin, du siehst ja mit seiner Laterne hier, also bekommt ja Licht, ja, also man bekommt Licht in eine bestimmte Situation, wo man vielleicht, ja. Also, schau mal. Der Narr, ja? Also, spricht ja auch für einen neuen Zyklus hier. Der Mond, der Narr, der Eremit. Also, Sternzeichen Krebs, Fische, Waage, Jungfrau. Also, auf jeden Fall, du siehst, es gibt hier schon eine Befreiung. Eine Befreiung und trotzdem ein Gefühl von nachdenken zu müssen. Schau mal, Skorpion, was ich hier jetzt für Karten für dich rausbekommen habe. Drei der Stäbe, neun der Schwerter, fünf der Kelche. Skorpion, komplizierte Mischung von Karten. Denn es ist interessant, was ich jetzt hier sehe. Weißt du warum? Erinnert mich gerade an das, was ich dir gezeigt habe und was ich dir gerade gesagt habe, Skorpion. Also die Karte der Narr und der Eremit. Irgendwie in diese Ordnung passt gar nicht zusammen, ja? Wirklich, das Gefühl habe ich. In diese Ordnung passen diese Karten gar nicht zusammen. So ungefähr, ich habe mich befreit, ich fühle mich frei, ich fange einen neuen Zyklus an, ich fühle mich wirklich, ja, die Welt ist für mich da zur Verfügung. Also ich fühle mich irgendwie ermächtigt und groß, ja. Aber trotzdem, irgendwie der Eremit, trotzdem, ja, man ist noch an dieses Nachdenken, also man geht einen Schritt zurück, irgendwie. Ja. Man geht schon vier Schritte nach vorne, aber irgendwie immer wieder einen Schritt wieder zurück.
Was mit einer Vergangenheit zu tun hat, Skorpion, ist immer wieder die Vergangenheit da, ja? Und das sehe ich wieder hier. Also man merkt schon, das Bedürfnis da, das Bedürfnis irgendwie, sich um eine Zukunft zu fokussieren. Ja, ich fokussiere mich in eine Zukunft. Ich habe Pläne. Ich möchte was anfangen. Ich habe wirklich, ja. Also es ist eine positive Karte, 3 der Stäbe. Spricht ja für Erfolg. Ist immerhin Erfolg da zu sehen. Sind Pläne, die man hat. Ist hier Motivation, Leidenschaft. Ist hier irgendwie, ist eine sehr positive Karte. Aber schau mal danach, was kommt. 9 der Schwerter, 5 der Kelche. Irgendwie, oder? Irgendwie, es gibt hier noch diese Gedanken, also starke Gedanken, schlaflose Nächte vielleicht sogar. Über eine Situation. Die Sache ist, Skorpion, ich habe hier ein Gefühl von Leiden oder Bereuen. Bereuen. Ich bereue eine Situation, was geschehen ist. Ich bereue es. Ja. Irgendwie. Also eine Person, wenn du es nicht bist, Skorpion, wir reden hier über jemand anderen. Eine Person, die mit deiner Vergangenheit zu tun hat. Es ist auf jeden Fall so. Aber man bereut hier schon eine bestimmte Situation. Jemand bereut hier etwas. Man leidet hier. Und also diese 2 Karten zusammen, ja, 9 der Schwerter, 5 der Kelche, ist einfach zu sehr deutlich. Es gibt hier, es wird nicht für allen reden, Skorpion, für allen nicht, aber für manche, es gibt hier ein Gefühl von Leiden. Von es tut mir leid, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, was geschehen ist. Und das spricht natürlich für eine Vergangenheit. Man vermisst sehr stark eine Person. Ja? Man vermisst sehr stark eine Person. Augenblick, Skorpion. Zwei der Schwerter. Zwei der Schwerter. Eine komplizierte Entscheidung. Eine komplizierte Entscheidung. Also, Skorpion. Für manche, schau mal hier, welche Karten jetzt. 3 der Stäbe, König der Kelche und der Hierophant. Sternzeichen Stier zu sehen hier. Aber irgendwie, es gibt hier eine göttliche Führung. Ja? Es gibt, ich meine, für manche, wir haben hier mit einer geografischen Distanz zu einer Person. Es gibt hier, genau, eine Distanz zu einer Person und an dem man sehr stark nachdenkt. Wenn ich dir ehrlich bin, Skorpion, das Wort nachdenken, oder sehr stark nachdenken um eine bestimmte Situation oder Person ist hier sehr zu spüren. Sehr sogar. Wir haben ja vorher die Karte der Eremit, ja? Aber schau mal diese 3 Karten. Eine Person, die am Nachdenken ist. Eine Person, die nachts sehr viel nachdenkt. Eine Person, die nachdenkt. Also Skorpion, denke nicht so viel nach. Oder? Ich meine, was will man hier verändern wollen? Es ist egal, wie viel du dich hier anstrengen möchtest. Ich weiß natürlich nicht, was hier für jeder ist. Ich weiß nicht, was das jetzt für jeder spricht. Keine Ahnung. Aber ich meine, glaube mir,
dass in so einem Zustand, in so einer Situation, ja, es gibt hier keine Lösung. Ja, es gibt hier keine Lösung irgendwie, wenn man so in so einem Zustand bleibt. Ja, weil man merkt, man spürt hier dieses Gefühl von Bereuen oder Leiden. Aber nochmals, eine Person in der Ferne, ja, eine geografische Distanz zu einer Person, Skorpion. Denn Stier sein kann, Stier, aber auch Wasserelement wie du. Entweder Krebs, Fische oder Skorpion wie du. Zwei Personen, die aber sehr viel gemeinsam haben. Viele Gespräche sind hier. Also, warum sage ich viel gemeinsam haben? Weil schau mal, ich habe hier zwei der Kelche. Also ich rede schon von zwei Personen, die viel gemeinsam haben. Ja. Genau. Und die Arbeit hat vielleicht hier eine Verbindung, also zu der Arbeit irgendwie. Klar, es gibt hier eine starke Anziehungskraft, ja. Also es gibt hier diese starke Anziehungskraft zu einer Person. Vielleicht deswegen auch diesen Zustand hier. Nochmals nachdenken. Wow. Man wartet und man denkt nach. Man denkt nach und man wartet. Man versucht mit Gedanken eine Situation, eine Person zu manifestieren. Man möchte hier schon einen neuen Zyklus. Also schau mal hier. Das spricht schon für neue Projekte, wenn das über Projekte zu tun hat oder Arbeit. Aber auch für ein neues Leben, einen neuen Zyklus, ja. Wir reden hier über Realisierung von Wünschen oder das Universum. Das Universum ist hier bei dir auch sehr stark zu spüren. Wir haben hier der Magier, aber auch der Hierophant. Der Hierophant, der Magier. Wir reden hier schon über eine göttliche Führung. Ja? Das ist schon wahr. Kompliziert. Aber Skorpion, in der Mitte von diesen Karten, die ich hier habe, in der Mitte, genau in der Mitte ist zwei der Kelche. Und darum geht es ja. Also diese Beziehung oder genau diese Beziehung zu dieser anderen Person hat eine starke Seelenverbindung. Wir reden hier in manchen Fällen natürlich für Seelenpartnern, ja. Und genau, zwei Menschen, die viel gemeinsam haben, zwei Menschen, die sich sehr gut verstehen. Und deswegen ist diese ganze Situation hier nebenrum, weil alle Karten oder viele Karten haben mit ein Gefühl von Warten, was passieren wird. Ich warte, aber ich wünsche mir so stark, dass, ja, also man leidet hier schon etwas. Skorpion, man leidet schon hier ein bisschen, man würde gerne hier eine andere Situation haben. Aber man weiß irgendwie, man braucht hier Geduld. Also Geduld wird hier sehr verlangt in dieser Situation. Wir haben viele Münzen auch, 7 und 8 Münzen. Ja, 7 und 8 Münzen. Man merkt schon hier, die Ergebnisse kommen, Skorpion. Ergebnisse kommen schon, aber mit Geduld. Ja, man muss hier Geduld haben. Schau mal hier. Der Hierophant, 8 Münzen und der Magier. Ich habe hier mit wichtigen Gesprächen, wichtige Kompromisse, was sogar mit Arbeit zu tun hat. Neue Projekte. Neue Projekte, Skorpion. Und die sind da. Also die Energie spricht ja dafür.
Die Energie steht uns ja zur Verfügung da. Ja, und wenn das auch für deine Gedanken sprechen, wenn das ist auch, was du möchtest, dann die Karten empfehlen dir, einfach Geduld zu haben, die Energie nicht zu blockieren mit deinen Gedanken, mit deinen komplizierten Gedanken. Blockier die Energie nicht, weil die Situation wird sich ergeben. Es wird schon kommen. Ja, es wird schon kommen, es wird sich schon ergeben, aber mit Geduld. Weil die Energie ist wirklich sehr positiv. Wir haben hier mit wichtigen Gesprächen, mit sogar einem wichtigen Kompromiss. Ja, wichtige Kompromisse, was mit einer Person zu tun haben könnte, Skorpion, oder sonst nochmal sage ich, mit neuen Projekten für dich, weil hier haben wir Münzen, ne? Achte Münzen. Ist immerhin eine neue Situation, die man anfängt. Ja, wichtige Gespräche mit anderen Personen über diese neuen Projekt, was wirklich sich realisiert. Also wir haben hier, es ist eine Bestätigung hier. Ist eine Bestätigung. Wir haben hier also ein gutes Zusammenarbeit mit anderen Personen. Schon? Also es gibt hier schon ein gutes Zusammenarbeit und mit anderen Menschen, natürlich. Und du wartest die ganze Zeit, Skorpion. Du wartest die ganze Zeit, dass sich eine bestimmte Situation ergibt. Du wartest und wartest und wartest. Und währenddessen machst du dir wahnsinnig Gedanken und Sorgen über diese Situation. In manchen Fällen denke ich wirklich, es hat mit neuen Projekten zu tun, was du machen möchtest, was zu tun. Und das hat wirklich sehr stark mit Finanzen zu tun, mit Geld, Finanzen, Arbeit zu tun, wirklich. Ich denke es schon. Und du wartest aber währenddessen nochmal. Deine Gedanken, das musst du irgendwie wirklich, das musst du kontrollieren. Ja, weil wir selber blockieren etwas die Energie. Obwohl die Situation wird sich am Ende ergeben, so oder so. Aber du solltest wirklich diese Situation kontrollieren, ja. Diese neuen Projekte sind da, diese neue Situation ist hier zu sehen. Und glaube mir, Skorpion, egal was das für dich heißt, ob das sie mit einem Seelenpartner zu tun hat, was ihr mit Wunschpartner oder, ja, oder sonst mit Arbeit, es wird sich ergeben. Es wird sich ergeben. Du musst ein bisschen mehr Geduld haben. Ja. Genau. Interessant. Interessant, ich habe hier König und Königin der Kelche, ja? Also ich habe hier schon ein Gefühl von Seelenpartner, ne? Das ist wahr. Also Skorpion, das ist, was ich hier habe für dich. Für diese Woche. Für diese Woche erstmal habe ich ein Gefühl hier von irgendwie zu sehr vielen Gedanken. Das ist, was, wie sich die Energie zeigt. Dass der Rest der Karten sehr positiv sind. Wirklich, alle Karten sehr positiv sind. Es ist schon so. Ist alles positiv, nur deine Gedanken, deine Emotionen musst du umwandeln, in eine positive Energie umwandeln. Irgendetwas musst du hier machen. Entweder Musik hören, Musik, die dich auch glücklich macht, tanzen oder irgendwie auf andere Gedanken kommen. Du musst versuchen, auf andere Gedanken zu kommen, weil das, was du vorhast, das, was du möchtest, wird sich schon ergeben. Aber mit Geduld. Mit Geduld. In manchen Fällen reden wir natürlich hier über eine geografische Distanz. Zu einer Person, natürlich. Ja. Und das macht vielleicht alles komplizierter. Aber da wir das nicht ändern können, Skorpion, ja, da man das nicht ändern kann, weil das einfach eine Tatsache ist und so einfach ist, man sollte die Sache so annehmen, wie es ist. Ja,
ohne zu sehr viele Emotionen zu investieren, weil wir wissen ja, dass das uns nichts bringt, einfach nur einen schlechten Zustand da zu haben. Also wandle deine Energie in positive Energie und sonst sieht wirklich sehr, sehr gut aus, die Karten. Und diese Situation hat ein positives Ergebnis. Aber mit Geduld, ja. Skorpion, das ist, was ich hier sehe. Ja, also irgendwie. Natürlich sehe ich hier auch Nummer 2-2. Also ist schon eine Entscheidung, hier komplizierte Entscheidung zu treffen. Ne? Also nicht, dass das nicht so ist. Hier haben wir schon hier, sogar man ist zwischen zwei Personen in manchen Fällen. In manchen Fällen, Skorpion, reden wir hier über eine dritte Person. Eine wichtige Entscheidung gibt es hier, eine komplizierte Entscheidung gibt es hier zu treffen. Habe Geduld, Skorpion, es wird sich alles ergeben. Habe Geduld. Vertrauen und verliere den Glauben nicht. Es wird sich für dich, glaube mir, Skorpion, es wird sich für dich alles so ergeben, wie es sein muss. Ja. Und vergesse nicht, dass Gott, also Gott, Skorpion, kommt weder zu früh noch zu spät, sondern genau in der richtigen Zeit. Von da aus, was ich dir sagen möchte, Skorpion, ist, ob du in so einem Zustand bist, in so einem Zustand bleiben möchtest oder nicht, das wird die Situation nicht verändern. Ja? Also das heißt für dich, wenn du sowieso in diesem Zustand nichts verändern wirst, dann wozu? Wozu diese ganze Energie, die du von dir ausgibst, für nichts? Also ja, es ist wirklich umsonst, ja, ich befürchte, ist umsonst am Ende. Weil für dich gibt es schon bereits eine Situation, einen Schicksal, die schon bereits geschrieben ist. Ja? Und das wird kommen. Das wird kommen. Aber nicht, wann du es möchtest, Skorpion, sondern wann die Zeit reif ist dafür. Und es sieht so aus, ob die Zeit noch nicht reif genug wäre. Und das zeigst du nämlich mit deinem Zustand. Das zeigst du. Es gibt hier noch eine Unreife. Eine Unreife ist hier zu spüren. Es gibt hier diese Unreife und deswegen ist die Situation noch nicht dafür geeignet. Es hat mit dir zu tun. Schau mal, was du hier verändern kannst, Skorpion. Und du weißt, du hast hier eine Situation zu verändern. Deswegen kommen, ergeben sich die Sachen nicht, so wie die sein müssen. Ja? Lass dich gehen. Also versuche nichts zu... also keine Situation zu schneller zu machen oder versuche nicht alles in einen Kontrolle zu... Nee, denn du bist nicht die Person, sehr wahrscheinlich, die jetzt hier sagt, was geschehen wird oder was passiert. Es ist bereits schon alles da. Es ist schon alles da, Skorpion. Für dich ist alles da. Ja? Aber wirklich... Diese Situation musst du verändern, weil das ist der Grund, warum du wartest. Ja, das ist der Grund, warum du wartest. Für uns ist alles schon da, ist eigentlich alles schon da. Aber wir müssen auch etwas von unserer Seite machen, dafür machen. Ja, also... Und was du machen musst, ist tatsächlich diesen Zustand zu verändern. Das ist dein Teil. Das ist dein Teil, Skorpion. Und dann wird sich der Rest, wieso wie für dich bestimmt ist, ergeben. Ja? Also so wie es für dich bestimmt ist. Nicht wie du es möchtest vielleicht, sondern wie es für dich schon bestimmt ist. Es gibt hier eine interessante Situation, das sage ich dir. Das sage ich dir, weil egal worüber wir jetzt hier reden, ob das jetzt mit Projekten, Arbeit, Seelenpartnern, wie auch immer. Es ist sehr positiv alles, aber du hast es entweder eilig oder du willst es jetzt gleich haben
Und alles kommt, wenn die in die richtige Zeit ist. Also alles kommt in seine Zeit. Und es gibt hier eine gewisse Situation, die noch nicht möglich ist. Und eine gewisse Unreife ist hier auch zu spüren. Und irgendwie, ich staune, Skorpion, wenn ich dir ehrlich bin, staune, weil ich spüre die Positivität von den Karten. Es ist wirklich alles sehr positiv, aber du machst dir extrem Sorgen. Übrigens, Skorpion, also was für dich ist, wird dir keiner wegnehmen. Vergesse das nicht. Ja? Also was für dich bestimmt ist, was Gott für dich möchte, ja, wird dir niemand wegnehmen können. Niemand. Also von da aus, nochmals, diesen Zustand hier musst du kontrollieren. Du musst mehr Vertrauen und mehr Glauben haben. Ja? Vertraue, dass für dich schon bereits alles organisiert ist. Es wird schon alles so kommen, wie es sein muss. Aber wirklich, diese Situation wäre sehr gut für dich, wenn du ändern könntest. Also Skorpion, ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Woche. Danke für deine Abos und deine Likes. Also ich habe gehört, sich zu abonnieren bringt Glück. Also ja, versuche es mal. Vielleicht, wer weiß, ja. Also Skorpion, ich wünsche dir eine schöne Woche und bis bald, ja. Tschüss.